Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zum vierten Spieltag in der SPCL. Ihr wisst ja, denke ich mal, darüber Bescheid. Drei Spieltage habe ich absolviert, drei Spieltage habe ich tatsächlich auch gewonnen. Heute geht es ran gegen Nott. Das ist auch jemand, der das Ganze hier aufzeichnet und ich bin mir ziemlich sicher, dass er diesen Kampf auch auf seinem YouTube-Kanal hochladen wird. Link zu seinem YouTube-Kanal ist natürlich selbstverständlich in der Videobeschreibung, so wie eigentlich bei den ganzen anderen Spieltagen auch immer wieder gewesen. Also von daher schaut auf jeden Fall auch in seine Sicht rein. Ja, ich bin jetzt hier auch tatsächlich in das Teambuilding reingegangen mit nicht so viel Power und Zeit, die ich rein investiert habe. Ich lehne mich sozusagen zurück auf meinen Lorbeeren und lasse mir die drei Spieltage, die ich gewonnen habe, auf jeden Fall zu meinem Genuss ziehen. Vor allen Dingen, weil Nott auch ein starker Spieler ist und so weiter. Also von daher, ich wünsche auf jeden Fall ihm das Beste. Und wir schauen einfach mal, wie dieser Spieltag hier heute wird. Das ist ein Pokémon, mit dem ich gerechnet habe, außer Rutena. Rutena habe ich jetzt nicht so hart gesehen, sieht er natürlich anders, sonst hätte er es ja nicht mitgenommen. Alle anderen Pokémon soweit schon, vor allem Razzav kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich gescarft und so, damit er solche Sachen wie Kadabra irgendwie ein bisschen, ja weiß ich nicht, stoppen kann und so. Und vor allem bei Razzav Scarf, wir kennen es ja alle, sowieso ein sehr starkes Pokémon ist. Ich habe gar keinen prädestinierten Lead übrigens. Ich hab gar keine Ahnung. Das Gute ist, Voltswitch ist in seinem gesamten Team ultra free. Das liebe ich halt eben daran. Wir können einfach Ferrero halt einfach starten mit meiner Bombardame, die ich mit dabei habe, und einfach mal so ein Toxin fliegen lassen. Das Problem ist halt, wenn er mit Alola Slimer oder sowas leadet, kann ich jetzt nicht einfach mal so Toxic eben drücken. Ich könnte einfach Rotom Frost leaden, einfach mal einen Voltswitch rauslassen. Aber ich glaube, er leadet mit seinem Razzav. Also ich gehe mit Clefairy mal an den Start. Ich glaube, wobei, da kann ich mir halt vorstellen, er wird da wahrscheinlich dann auch direkt denken, okay, der legt jetzt die Rocks oder was weiß ich nicht was. Ich habe einfach die Panik, dass er jetzt mit Razzav halt einfach startet, weil Razzav mich dann doch ganz gut pressured und einfach, ja weiß nicht, U-Turn drückt oder irgendwie sowas. Das wird mein Clefairy alles wegtanken können. Clefairy an sich gefällt mir hier sehr gut in dem, hier in dem Matchup. Ich muss sagen, Slimer ist da natürlich ganz nervig. Ich weiß aber nicht, ob er mit Slimer leaden möchte. Ich leade einfach mal mit meinem Pipi. Ich gucke mal, was hier so geschieht. Er kann auch mit Drudigan starten. Rutena maybe, I don't know. Wobei, was soll Rutena denn mit dem Start halt eben machen? Vielleicht Blastoise, weil er, also ich meine, bei mir gibt es jetzt drei Pokémon, die Stealth Rocks legen können. So, und da kann er jetzt vielleicht sich halt eben so denken, so, okay, wenn er mit Shellterra da irgendwie reinkommt, drücke ich halt einen Ice Beam, da habe ich aber die Yacheberry drauf. Wenn jetzt Bombardame kommt oder sowas, drückt er halt meinetwegen Scald runter oder was weiß ich nicht was, wobei er da Angst haben müsste, dass ich ihn wirklich irgendwie mit Toxic auf den Sack gehe. Ich weiß nicht, ob er mit Slimer leaden wird. Das Ding ist halt, Pipi ist gegen alle Pokémon eigentlich ganz cool. Also ganz cool zumindest gegen alle Pokémon. Außer das Alola Slimer. Da könnte ich halt vielleicht einen Knockoff halt eben drücken. Das wäre ganz geil. Ich glaube, so viel Schaden macht er mir auch gar nicht. Ich beginne einfach mal mit Pipi und wir gucken einfach mal, was passiert. Ich kann natürlich trotzdem aber schon mal gucken. Ich glaube, irgendwie Grimer oder so heißt das Teil auf Englisch oder so. Er leadet mit Primeape, so wie ich damit auch schon gerechnet habe. Ja gut, okay, das Grimer ist jetzt auf Level 5. Moment, das machen wir aber hier nicht. Level 5 ist es aber nicht. Gut, der Poison Jab macht nicht wenig Schaden. Das muss man auch lassen. Ich würde sagen, ich drücke hier einfach Knock-Off rauf, weil wenn er jetzt U-Turn drückt, aber er könnte jetzt auch Gunshot natürlich drücken. Das Ding ist aber, pass auf, ich gucke mal eben ganz kurz nach Primeape. Er könnte jetzt natürlich einfach direkt mal, warte mal, Primeape, so, direkt mal Gunshot drücken. Gunshot ist aber nicht unfassbar stark gegen mich. Also ich meine, wenn er Adamant halt eben spielt, ne, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, Scarf, ist das auf jeden Fall ein Two-Shot, keine Frage, aber Knock-Off würde seinen Scarf wegfliegen, wenn er eine hat, und das würde meinem Team, glaube ich, overall extrem gut tun. Von daher würde ich jetzt hier auf den Knock-Off gehen und es riskieren, dass er hier vielleicht einfach auf den Gangshot geht. Ich weiß natürlich nicht, wie, ich sag mal, wie lukrativ, wie lohnenswert das jetzt für mich ist, aber ich glaube, Knock-Off habe ich viel mehr von, vor allem, ja, wenn er jetzt einfach switcht und so weiter, irgendein Pokémon reinschickt, irgendwas wird jetzt genockt, das nehme ich sehr gerne mit, das Grimer sogar, das ist sogar, damit kann ich sehr gut leben, das ist sehr schön, Black Sludge hat er sogar drauf, gab nicht mal das Eviolite, okay, ja, jetzt würde ich halt eben soweit halt einfach direkt mal rausgehen wollen. Das Ding ist halt, okay, ich habe gerade mal nachgeschaut gehabt, ich glaube, dass, wenn er wirklich offensiver ist, was ich mir aber nicht vorstellen kann, wenn ich auch gerade Black Sludge gesehen habe, das kann er natürlich immer noch tragen, macht der Poison Jab, obwohl das Teil natürlich physisch defensiv aufgebaut ist, 44-52% Schaden. Wenn er mich dann noch vergiftet durch Poison Touch oder was weiß ich nicht was und so, dann ist das halt ziemlich doof für das Pipi. Da kann ich jetzt auch nicht irgendwie hart, weil er kann, glaube ich, auch Knock-Off drauf haben halt. Das Torterra einfach reinschicken oder so ist halt vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja, das Teil nervt mich. Ich würde gerne jetzt einfach hart in Torterra reingehen. Knock-Off würde mich aber halt eben wirklich sehr, sehr hart nerven. Weil ich habe hier die Yacheberry drauf, sodass er mit Blastoise nicht einfach Ice Beam drücken kann, um mich rauszunehmen. Ich würde aber sehr gerne jetzt einen Earthquake auf den halt eben draufsetzen, weil das würde ihn, glaube ich, killen. Außer er ist halt wirklich mega physisch defensiv. Ansonsten kann ich auch einfach mal drinbleiben, einfach mal Wish drücken, gucken, was er halt eben macht. Das wäre, aber ich kann ihn halt nicht pressuren, wirklich mit Moonblast, weil Moonblast einfach gar keinen Schaden macht. Er ist jetzt schon eine ziemlich doofe Situation. Ich gehe einfach hart in meinen Torterra rein und hoffe einfach mal, dass er nicht auf Knock-Off drückt. Das habe ich auf jeden Fall, gut hinbekommen.
Poison Touch kam sogar mit raus, okay. EQ, sie gingen alle ganz geil aus, außer natürlich Miss Mages. Was macht eigentlich ein Heavy Slam? Heavy Slam ist eigentlich ganz geil. Da geht ja sogar ein Drudigan raus. Okay, das macht er auch gut, weil jetzt hat er wahrscheinlich Rocky Helm mit Rough Skin, kann ich mir vorstellen. So ist es auch. Ich möchte meinen Torterra ein bisschen heilen und ich glaube, der geht jetzt hier eher auf die Rocks. Habe ich einen... Clefairy könnte ich da nur hart halt eben reinschicken. Ich gehe mal auf Synthese und riskiere es jetzt einfach mal, dass er auf die Rocks halt geht und nicht hier attackiert. Er geht tatsächlich auf die Rocks, dann gehe ich jetzt hier raus in Clefairy. Da sieht er jetzt aber halt eben, dass Clefairy nicht Magic Guard hat, sondern Friend Guard. Das kann er vielleicht auch wissen, weil er dann vielleicht weiß, dass, weil ich hatte, er hat ja Knockoff von mir gesehen. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass Knockoff nur geht, wenn das Teil Friend Guard hat. Ansonsten kann ich auch Kadabra gehen, da habe ich halt eben nur Angst, dass er jetzt einfach attackiert. Kann ich das Teil denn überhaupt rausnehmen? Ich glaube nämlich eher gar nicht. Ich glaube, Juddigan, das kannst du halt eben vergessen. Ich glaube, Clefairy ist hier wirklich mein Best Bet einfach und hoffen, dass er jetzt nicht irgendwie auch noch Gangshot mit dabei hat. Das kann ich mir auch vorstellen, aber ich mache es jetzt einfach mal und hoffe nicht, dass er es hat. Wir gucken einfach mal. Er drückt Taunt, okay, damit kann ich sogar leben. Ich überlege jetzt hier sogar wirklich wieder auf Knockoff zu gehen oder ich predikte jetzt, dass er in Grimer geht und gehe jetzt nochmal auf Torterra. Ich hoffe einfach mal, er geht jetzt in Grimer rein. Könnt ihr das auch Wish drücken, er geht sogar in Grimer rein, jawohl. Dann kommt Torterra jetzt raus. Ich könnte jetzt wieder Synthese drücken. Ich könnte einfach mal gucken, wie viel Schaden habe ich denn gerade gemacht mit Heavy Slam. Wo ist denn Heavy Slam? Da ist Heavy Slam. Torterra, Drudigan. Der Heavy Slam, der ist, glaube ich, Full Fist, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Das heißt, der Earthquake macht so 40% circa. 34-40% circa. Ich könnte jetzt einfach Synthese drücken, mich ein bisschen hochheilen. Ich glaube, das mache ich sogar. Falls er nämlich switcht, dann geht sogar ein Drudigan halt eben raus. Stealth Rock Taunt. Was kann er noch auf Drudigan drauf haben? Dragon Claw macht nicht so viel Schaden, weil wir sind relativ defensiv mit Full HP. Ich könnte jetzt auch einfach EQ mal eben drücken und gucken. 36% Schaden macht das. Dragon Tail drückt er sogar. Okay. Ich habe mich sowieso hochgeheilt und Clefairy ist, glaube ich, das Beste, was ich hätte rausbekommen können. Also mit das Beste. Wobei, okay, Rotom Frost wäre natürlich auch ganz geil gewesen. Ja, alles wäre eigentlich ganz geil gewesen. Auf 49% stirbt er auch an Kadabra. Haunter würde ihn halt eben auch rausnehmen. Also ich glaube, alles wäre geil gewesen, außer Ferrero. Jetzt ist die Frage, geht er wieder hart in Grimer rein? Ansonsten drücke ich jetzt mal eben kurz einen Wish. Er geht sogar wirklich hart in Grimer rein. Dann kann ich jetzt wieder in Torterra, glaube ich, sogar gehen. Außer er doubelt das Ganze jetzt. Wobei mit Wish heile ich mich ganz gut hoch. Ich gehe trotzdem in Torterra, würde ich jetzt mal sagen, rein. Hoffe einfach mal, dass er jetzt hier nicht doubelt. Er geht auf Poison Jab. Das macht ja relativ guten Schaden. Hat mich aber ein bisschen wieder hochgeheilt. Und ich glaube, jetzt kann ich wieder auf ein EQ gehen. Er könnte auch Miss Mages gehen. Warte mal. Wie viel macht denn das Teil eigentlich gegen mich? Das Teil macht mit Shadow Ball guten Damage, aber würde mich nicht rausnehmen. Ich gehe mal auf EQ, er geht sogar Miss Mages und ich drücke jetzt ein... Er nimmt mich nicht raus mit Shadow Ball, ist halt das Ding. Brauche ich das riskieren? Ist ja noch ganz cool, dich halt eben zu haben, damit das Grimer irgendwie down geht, weil das Grimer ist echt ein Pain. Und Madame ist natürlich auch eigentlich ganz, ganz geil. Ich wollte es eigentlich Spedef machen, habe ich überlegt, aber habe mich dann doch noch dagegen entschieden. Ansonsten Woodhammer wird ihn halt rausnehmen. Ich drücke jetzt Woodhammer. Ich drücke jetzt Woodhammer und hoffe einfach mal, dass er nicht... Ich gehe es einfach ein. 4%, jawohl, dann habe ich das richtig gekalkt und nimmt ihn das raus. Yes, so ist es. Jawohl, okay. Shelterra claimt sich einen Kill. Wunderbar. Das Trauenmagil ist raus. Wundervoll. Okay. Was ist denn jetzt das Beste, was ich jetzt hier gegen ihn habe? Er könnte jetzt auch in Grimer reingehen. Ich würde sogar schon fast sagen, er geht jetzt sogar in Prime Ape. Also gehe ich mal in... Ich könnte auch in Milka einfach reingehen. Nee, das wollte ich ja am Ende halt eben nutzen, wenn alles halt irgendwie angechippt ist. Das Routena gefällt mir ehrlich gesagt immer noch sehr, 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 sehr wenig. Ich könnte einfach Rotom Frost gehen und halt eben Volt switchen. Da ist halt eben nur das Problem, dass er einen Prime Ape halt eben hat. Ich glaube, Clefairy ist ganz geil gegen alle Pokémon außer Grimer. Ich gehe mal Clefairy und hoffe einfach mal nicht, dass er in Grimer reingeht. Sieht Grimer gut aus gegen alle meine restlichen Pokémon? Eigentlich schon, ne? Der könnte jetzt auch hart einfach in Grimer reingehen. Rotom Frost würde mit Volt Switch ein bisschen Damage halt gegen das Teil machen. Ja, das Grimer ist jetzt natürlich sehr... Dass das jemand sagen würde, dass ein fucking Alola Slimer mir jetzt gerade auf den Sack geht, hätte ich nicht gedacht. Ne? Vor allem, ich nehme jetzt durch Stealth Rock bei meinem Rotom halt eben extrem viel Schaden. Ich hoffe mal, er geht nicht in Prime Ape, er geht sogar in Alola Grimer, wie ich damit schon so ein bisschen gerechnet habe. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz. Grimer. Was mache ich denn gegen das Teil? Das ist nicht auf Level 5. Das ist kein schlechter Schaden, das nehme ich mal mit. Ich drücke mal Volt Switch.
Er könnte jetzt auch einen Dredigan. Ah, das will er, glaube ich, nicht machen. Was, wenn ich jetzt T-Bowl drücke? So, er könnte halt jetzt auch einfach auf Knock-Off gehen. Ist auch wieder so eine Sache. Und da will ich eigentlich nichts verlieren. Da müsste ich dann halt im Wurmadam mit Trash reingehen. Ich meine, der T-Bolt, der macht schon gut Damage. So, ich könnte jetzt auch einfach zweimal T-Bolt drücken und der müsste down sein. Weil ich glaube, der war ziemlich... Ja, was, wenn er Full HP oder sowas spielt, dann ist es nicht wieder... Ja, der Volt-Switch ist schon relativ free. Er geht im Breaksen raus. Okay, jawohl. Volt-Switch macht 25%. Der ist, glaube ich, Biolite damit. Guck ich mal ganz kurz. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt weiß er, dass das Teil natürlich auch gar nicht mal so schlecht ist gegen mein Team, ne? Dagegen habe ich kaum was, was ihn halt eben one-shotten würde. Psychic macht sehr viel Damage gegen ihn. Können in Kadabra reingehen und Psychic drücken und einfach hoffen, dass er nichts bedeff ist. Er könnte auch im Grimer natürlich reingehen dann einfach. Das Haunter nimmt ihn auch nicht raus. Ich glaube, ich muss es sogar wirklich riskieren. Ich könnte auch in Clefairy natürlich reingehen und einfach hoffen, dass ich seine Moves wegtanke. Ich drücke einfach Wish jetzt. Ich glaube, ich drücke Wish mit Clefairy und hoffe einfach mal. Weil er hat Eviolite drauf. Er hat, was ist das, 15%. Wir sind noch hier ganz oben, da will ich eigentlich nicht sein. Sondern wir haben 25% halt eben nur gemacht. Das ist eigentlich extrem wenig. Volt-Switch macht 61-72%. Ich glaube sogar, dass er sogar Spedef ist, wenn ich das hier richtig sehe. So, meint er, drückt jetzt hier auf Poison Jab. Kann er sich eigentlich erlauben, ne? Vielleicht war es doch die bessere Idee von mir, Kadabra mit Cormine zu spielen. Das habe ich mir nämlich auch überlegt gehabt. Ich könnte jetzt, ja, Knockoff ist sehr blöd. Ich könnte mit Moonblast den so ein bisschen jetzt halt eben chippen, theoretisch. Moonblast macht ein bisschen Damage. Aber ich kann das, ne, ich kann das Pipi nicht wegwerfen. Ich brauche Pipi unbedingt für das Primeape. Das ist das Problem. Ja, Poison Jab macht ein Damage. Und vor allem, wenn er Poison Point Damage bekommt, ich habe halt eben kein Magic Guard drauf. Das ist doof. Ich kann Kadabra da nicht hart reinschicken, weil Kadabra nimmt vom Poison Jab auch viel zu viel. Ich kann nur Haunter reinschicken und einfach hoffen, dass er nicht auf Knock-Off drückt, aber Haunter macht dagegen halt eben fast gar nichts. Wurmadam da mit Trash kann ich reinschicken, aber da muss ich auf Ironhead Flinches dann eigentlich nur hoffen. Das ist auch nicht so toll. Ich könnte Infestation drücken, den so ein bisschen halt eben runterchippen und dann mit Ironhead irgendwie down kriegen. Ich gehe mal in Ferrero rein, ich probiere es einfach mal. Wir gucken mal, was passiert. Er drückt sogar Knock-Off. Ich drücke jetzt Infestation. Einfach ein bisschen runterchippen, weil er hat Blackstarch immer drauf, er kann sich damit jetzt nicht mehr so wirklich hochheilen. Er könnte jetzt in Routena natürlich reingehen. Meint er, geht jetzt in Routena rein. Und dann könnte ich jetzt auch überlegen, jetzt Toxic zu drücken. Was, wenn ich jetzt Toxic drücke? Er könnte auch einfach drin bleiben, theoretisch, ne? Nee, okay, gut, er gibt wirklich einen Breaksen mit rein. Toxic connected auch, wunderbar. Ich könnte jetzt gucken, was er macht, indem ich einmal protecte. Ich glaube, der drückt einfach Flamethrower, aber ich protecte jetzt einfach mal, um zu gucken, was er jetzt hier tut. Ein bisschen mehr Toxic Damage ist nicht schlecht. Damit weiß ich, dass ich ihn auf jeden Fall mit Psychic Kadabra safe rausnehmen kann. Weil er, wie gesagt, der Violite eben trägt. Der könnte jetzt auch einfach doublen. Ja, genau, in seinen Grimer geht der jetzt sogar rein. Dann drücke ich jetzt Infestation. Ich meine, das Grimer muss ich einfach nur ein bisschen runterchippen. Ich habe jetzt keinen Shelterra mehr, was einfach mit Erdbeben ihn rausnehmen kann. So wunderbar. Er geht im Blastoise halt eben rein. Da kann ich jetzt Toxic drücken. Den habe ich jetzt ein bisschen. Jetzt habe ich jetzt ein bisschen im Kecher. Den habe ich jetzt so ein bisschen im Kecher jetzt hier. Flip Turn. Okay, dann habe ich ihn doch nicht mehr im Kecher. Und jetzt geht er wahrscheinlich in Breaksen rein. Okay, kann ich aber leben. Breaksen kriegt immer mehr Damage. Damit kann ich noch leben. So, Toxic Damage kommt jetzt raus. Er hat Wish auf dem Teil mit drauf. Meint er, bleibt jetzt einfach drin und attackt. Ich kann mit Infestation einfach ein bisschen weiter den Damage irgendwie raus provozieren. Ansonsten gehe ich jetzt in Clefairy einfach rein. Ach, das Routena nervt mich gerade ein bisschen. Habe ich ein bisschen underprepped, würde ich schon fast ein bisschen meinen, ne? Ich habe Basculin nicht mitgenommen, weil Basculin sah jetzt nicht so toll aus. Hätte ich das mal am Ende dann doch irgendwie mitgenommen. Aber Ironhead ist natürlich auch ganz geil. Aber das Wummer da mit Trash kann doch das Blastoise ein bisschen halt eben auf den Sack gehen. Das Grimer auch ein bisschen im Schach halt ein bisschen halt eben andamagen. Ansonsten kann ich versuchen, jetzt in Haunter rein. Brauche ich Haunter noch an sich? Ich meine, der Scarf, der könnte Razzafall eben outspeeden, auf jeden Fall. Kadabra, was ist mit Kadabra? Kadabra tankt, glaube ich, auf jeden Fall einen Flamethrower oder sowas von dem Teil. Ich gehe mal in Kadabra rein. Wir gucken mal, was passiert. Der kann jetzt Flamethrower drücken. Genau, das überlebe ich ja, wie gesagt. Wunderbar. Und ich glaube, geht der jetzt in Grimer, ist die Frage. Ihn anzuchippen wäre halt eben auch nicht schlecht, weil dann würde ich auf jeden Fall ihn mit Nestle rausnehmen können. Von daher, ich hoffe einfach mal, er geht da rein und drücke Dazzling Gleam. So ein Psychic will er eigentlich nicht nehmen, ne?
Breaksen, guck mal. Ne, ach, das macht schon sehr viel Schaden. Wobei, wenn er jetzt, wenn ich jetzt mal kurz gucke, Evaluate. Ja, ne, Psychic tankt halt eben. Wobei, nicht nach Toxin. Ich drück mal Dazzling Gleam. Er bleibt drin. Oh, er bleibt tatsächlich drin. Dann kann ich jetzt in Rotom Frost aber rausgehen, einfach einen T-Ball droppen. Ja, kann ich jetzt einfach mal kurz einen T-Ball droppen. Das macht ganz gut Damage. Er geht in Drudigan sogar rein. Mal gucken, wie viel Damage das gegen Drudigan macht. Das ist gar nicht mal so schlechter Damage. Da kann ich einfach auf T-Ball tatsächlich bleiben und Drudigan damit rausnehmen. Hm, das ist eigentlich ganz geil. Nochmal switchen will er, glaube ich, sogar gar nicht. Das Drudigan rauszunehmen ist, naja, gar nicht mehr so wichtig, weil ich halt kein Chilterra mehr habe, was physisch ist, aber... Ja, okay, das fliegt jetzt halt eben raus. Jetzt kann er hart, glaube ich, in Razzaf reingehen. Da muss ich dann in Pipi reingehen. Ist immer noch eine sehr blöde Situation. Da geht sogar ein Breaksen rein. Moment, was? Aber der ist ja kein Scarf da drauf. Das tankt er niemals. Hat er... Warte mal. Übersehe ich hier was? Breaksen. Lass mich mal kurz ein bisschen durchschauen jetzt hier. Hat er irgendeine Prio, von der ich nichts weiß? Das tankt er doch nicht, oder? Warte, ich guck nochmal. Rotom Frost. T-Bolt. Eviolite habe ich drin. Doch, das tankt er, oder? Wenn er Spedef ist, dann tankt er das tatsächlich. Ich drück mal T-Bolt und guck mal, was passiert. Er tankt das richtig easy weg. Er drückt jetzt Wish. Jetzt gucken wir mal, ob er Protect halt eben auf dem Teil mit drauf hat. Deswegen drücke ich jetzt mal Volt Switch. Er hat Protect mit auf dem Teil drauf, okay. Aber er kriegt immer mehr Toxin-Damage. Kann ich das jetzt riskieren, dass Rotom Frost hier wegfliegt? Rotom Frost wäre eigentlich noch ganz geil für das Grimer auf jeden Fall. Er kriegt ja immer mehr Toxin-Damage. Ich könnte jetzt Volt Switch drücken und dann glaube ich sogar... Oh, und da kann ich nicht hart reingehen. Moonblast drücken bringt auch nicht mehr so viel mit dem. Also auf jeden Fall jetzt gleich down. Wenn ich jetzt T-Bolt drücke... Flamethrower killt mich natürlich, aber es killt ihn halt eben auch. Was habe ich davon? Danach kann ich in Haunter, glaube ich, sogar gehen. Aber das wird das Blastoise halt eben nicht one-shotten. Wenn der Flip-Turn drückt, dann fliege ich halt eben ins Nirvana. Das kann ich, glaube ich, nicht eingehen. Wenn ich jetzt Volt-Switch drücke und ich dann in Milka reingehe. Oder in Kinder? Ich drücke Volt-Switch. Okay. Flamethrower. Oh, das macht Damage. Oh, das macht Damage. Oh, das macht Damage. Ich gehe es ein. Ja, da war's. Das 87%. Also hat er noch Special Attack halt eben mit drin. Oh, shit. Ah, shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, dass das Teil Full Spedef ist. Dann habe ich... Weiß ich nicht, dann habe ich das auf jeden Fall blütig gekalkt. Das ist dann auf jeden Fall richtig kacke jetzt, glaube ich. Ich dachte, ich habe wirklich damit gerechnet, dass er Full Spedef ist und nicht Special Attack Investment halt eben drin hat. Sonst hätte das 62-73% halt eben gemacht. Das hätte ich mit Rocks überlebt, aber 87%, das ist viel zu viel. Auf jeden Fall viel zu viel. Das Nestle kriege ich noch einmal raus auf jeden Fall. Das Primeap ist noch da. Jetzt habe ich halt eben keinen Scarf mehr auf dem Teil. Und ich glaube, das Primeap kriege ich halt eben schwer down. Muss ich irgendwie mit Clefairy irgendwie runterbekommen. Ja, muss ich irgendwie mit Clefairy runterbekommen. Ich könnte jetzt auf Volt Switch drücken, für den Fall, dass er irgendwie selber switcht, tut er aber halt eben nicht. Ich glaube, Clefairy sieht gegen alle Pokémon, ne, Grimer sieht er echt doof aus, aber Ferrero sollte jetzt das nächste für mich sein, den ich reinholen kann. Ich glaube, Primeape macht immer noch sehr viel Schaden. Ich kann mal ganz kurz nachschauen. Prime. Ja, geht sogar da rein. Primeape. Gucken wir mal. Ja, CC macht auf jeden Fall gut Damage. Ich drücke jetzt hier Toxin, würde ich sagen. Wir gucken mal. Ich misse damit leider, was auch ärgerlich ist. Hätte ich auch Iron Head drücken können, wa? Ja, es war doof. Hätte ich auch Iron Head halt eben drücken können. Was macht das CC gegen meinen Clefairy? Weil er ist auf jeden Fall jetzt halt eben gelockt. Das macht nicht so viel. Dann gehe ich jetzt in meinen Clefairy rein, drücke jetzt hier Wish. Könnt jetzt in Grimer halt eben reingehen. Das könnte ich jetzt auch doublen. Ich drück mal Teleport. Nee, das kann ich nicht machen. Ich muss Clefairy irgendwie heilen. Scheiße, und Protect habe ich nicht mehr mit drauf. Das Grimer wird getushottet von Rotom Frost. Ich drücke jetzt hier Wish. Oder? Ferrero ist halt jetzt runter. Warum habe ich nicht Iron Head gedrückt? Natürlich, er drückt doch CC. Das habe ich sogar extra gesagt. Was hätten Iron Head dann gegen das Teil bitte gemacht? Wenn das auf minus 1 Defense halt eben sitzt.
Ja, das wäre geil gewesen, weil das Nestle sag ich schon, das Clefairy hätte ihn dann auf jeden Fall mit Moonblast gekillt. Ich muss hier auf jeden Fall Wish drücken. Er bleibt einfach drin und attackiert einfach weiter drauf. Hätte ich jetzt Moonblast gedrückt. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, mein Pipi wird damit halt ihm jetzt wegsterben. Ja, das Boomer damit Trash hat viel zu viel Schaden jetzt hier gerade gefressen. Ach, shit. Er geht jetzt tatsächlich sogar raus in sein Grimer. Also Pipi darf noch ein bisschen leben. Aber da kann ich nichts hart rein switchen. Ich kann nur Ferrero theoretisch reingehen. Und einfach hoffen, dass ich jetzt ein bisschen Damage gegen das Teil machen kann, sodass ich dann Nestle reinwerfen kann, sodass T-Bolt ihn halt eben rausnimmt. Deswegen drücke ich jetzt hier Iron Head. Jawohl, sehr schön. Geflincht habe ich ihn nicht. Jetzt gehe ich Nestle raus und drücke jetzt hier T-Bolt. Dann kann ich zumindest halt so ein bisschen Ergebniskosmetik machen. So ein bisschen Ergebniskosmetik. So Blastoise, mal gucken, wie viel Schaden Blastoise davon bekommt. Der stirbt nicht davon und jetzt wahrscheinlich Aqua Jet drauf. Aqua Jet, wa? Ne, hat er nicht. Okay, T-Bolt, dann ist der zumindest raus. Jetzt kann der Primeape halt den rausschicken. Das Problem ist, ich kriege ihn hier ja sowieso nicht mehr raus. Pipi kann das alleine nicht gegen Grimer halt eben hier mehr regeln. Das Grimer ist tatsächlich am Ende das Pokémon, was mich rausnimmt, weißt du? Das Grimer. Er drückt sogar U-Turn, okay, kann er ja auch machen. Das Grimer ist das Pokémon, was mich tatsächlich rausnimmt. Was hat Moonblast vorhin gemacht? 23%, das ist halt eben viel zu wenig. Und ich glaube, Poison Jab macht zu viel Schaden. Ich könnte jetzt vielleicht mal... ich kann jetzt keinen Wish drücken. Ich muss einfach Moonblasten. Muss ich Wish drücken? Warte mal, wenn ich jetzt Wish drücke, er macht mit Poison Jab irgendwie, 30-40%. Er kann mich da eben immer noch vergiften. Dann würde ich auf jeden Fall down sein. Ne, Moonblast killt ihn ja halt eben nicht. Das ist halt das Problem. Ich muss jetzt zweimal Moonblast drücken und dann habe ich erst... dann habe ich erst ein 1-0 halt eben daraus gemacht. Von daher drücke ich jetzt mal Moonblast. Ist jetzt sein Play, glaube ich, einfach auf Poison Jab zu gehen. Er könnte sogar auf Knockoff halt eben gehen, sodass Primeape auf jeden Fall den Kill halt eben hier rausnimmt. Aber ich glaube, Moonblast ist jetzt hier der Play. Weil ansonsten... Er drückt sogar Toxin. Okay. Hätte ich sogar wirklich auf Wish drücken können. Das Ding ist halt, jetzt drückt er einfach Gangshot mit dem Teil. Ich glaube sogar CC würde ausreichen. Wir gucken einfach mal. Ich drücke jetzt Moonblast. So, und dann müsste er jetzt einfach, glaube ich, sogar... Ich glaube, CC nimmt mich auf jeden Fall raus. Ja. Schade. Das Grimer... Beziehungsweise das Routena vor allen Dingen, ne? War vielleicht nicht der beste, sagen wir mal, Trade, den ich da halt eben gemacht habe. Es war nicht schlecht, dass es Traunmagil raus ist und so, aber das war vielleicht nicht so geil, Shilterra da sofort halt ihn rausfliegen zu lassen. Es war auch direkt vergiftet, was sehr schade war. Mit Synthese konnte ich mich ja hochheilen. Aber mein Gott, so Ice Punch hat er drauf. Okay, gucken wir mal. Zack, Moonblast killt ihn nämlich nicht. Und dann nimmt das Toxin mich jetzt halt eben raus. GG, well played auf jeden Fall an Nod an der Stelle. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Er hat das, ich denke mal, auch hochgeladen. Davon gehe ich mal stark aus. Das war auf jeden Fall ein spannender Kampf hier bis zum Ende halt eben hin. Ganz ehrlich, 1-0 nehme ich halt eben soweit mit gegen Nod. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze hier soweit gefallen hat, ein Däumchen wäre natürlich ein Träumchen. In einer Woche sehen wir uns wieder dann mit Spieltag Nummer 5. Bis dahin wünsche ich euch noch was. Tschüss, Kostian Koskin, bye bye. Macht es gut.